Natur ist Wahrheit, sagt man. Doch jede Wahrheit hat zwei Seiten. Mindestens. Das sagt man schließlich auch. Und was ist mit den Träumen? Der Traum von der Almidylle zum Beispiel, wo das Leben noch wahrhaft lebendig ist. Ist das die Wahrheit oder nur ein Traum? Vielleicht aber finden wir einen Ort, in dem sich Traum und Wahrheit, Idylle und Realität harmonisch miteinander verbinden. Der Tag beginnt früh auf der Alm. Auch das macht ihren Zauber aus. Alm, das ist Kultur. Zufällig, von selbst, geschieht hier gar nichts. Das bedeutet, erst wenn die Tiere versorgt sind, die Sonne langsam hinter den Bergen hervorblinzelt und die Türe zum Hühnerstall wieder offen ist, gibt es auch für die Almleute eine erste Mahlzeit. Was tust du heute mit der Milch? Wer einen Kreis macht. Du? Milch wäre schon wieder. Gut. Mach ich. Na, einer macht so richtig. Mhm. Das Essen auf der Alm hält Leib und Seele zusammen, wie es so schön heißt. Und so kommt es, dass uns jeder Handgriff, jedes gekonnte Tun bald wie ein Stück gelebte Kultur und Lebensphilosophie erscheinen. Natur, das bedeutet auch Wetter. Während sich im Tal noch hartnäckig Nebel hält, können die Gäste auf der Alm das Frühstück im strahlenden Sonnenschein genießen. Wetter, das unverfängliche Alltagswort, bekommt eine ganz andere, wesentliche Bedeutung, wenn es darüber bestimmt, wann und wie und ob eine wichtige Arbeit getan werden kann. Technik kann nicht überall die Handarbeit ersetzen. Und schon gar nicht das richtige Gespür, das untrügliche Gefühl für den richtigen Zeitpunkt. Viel Platz für Irrtümer gibt es auf der Alm ganz einfach nicht. Sich harmonisch und wie selbstverständlich in die Gesamtheit der Natur einzufügen, sie zu bewahren, vor allem aber sie bewusst zu gestalten. Das ist die Kultur der Alm, das wesentlich Menschliche an dieser faszinierenden Lebensweise. Im fachgerechten und über Jahrhunderte tradierten Umgang mit Nahrung, Tieren und Landschaft zeigt sich, ohne die Arbeit der Menschen würde es nicht lange dauern, bis die Natur sich diese Flächen zurückerobert hätte. Jeder Almbauer weiß, wie wichtig es ist, regelmäßig zu schwenden. Schwenden, das ist eine unersetzbare, aber auch besonders mühsame Form der Landschaftspflege, die eine Alm erst entstehen und vor allem bestehen lässt. Hier sind Augenmaß und Handarbeit gefragt. Geschmack. Unverfälscht. Typisch Alm. Vorbeikommende Wanderer kommen als Erste in den Genuss der naturbelassenen Köstlichkeiten und erleben, wie bodenständig schmeckt,
wie gut sich innehalten, pausieren, durchatmen, anfühlen. Alt und jung. Auf der Alm helfen alle wie selbstverständlich zusammen. Durch den Umgang mit Nutztieren lernen auch Kinder schnell, worauf es ankommt. Die Tiere zu verstehen, ein Gefühl für ihr Wesen und ihre Bedürfnisse zu entwickeln. Denn die Tiere, die sind das Wichtigste auf der Alm. Alles dreht sich um sie. Ohne Tiere wären Almen ja gar nicht erst entstanden. So ist es selbstverständlich, dass ihnen besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. Dass darauf geachtet wird, dass sie gesund und zufrieden sind. Dass es ihnen an nichts fehlt. Dass sie jederzeit alles haben, was sie zu ihrem Gedeihen brauchen. Hier oben auf der Alm ist bei der Verarbeitung der Milch, weil es so am besten funktioniert und natürlich auch am besten schmeckt, im Prinzip alles so wie früher. Auch wenn die Almen heute mit ihrer Ausstattung längst im 21. Jahrhundert angekommen sind. Almwirtschaft ist gelebte Nachhaltigkeit. Nichts geht verloren. Über die bei der Käseherstellung anfallende Molke freuen sich die Schweine als besonderen Leckerbissen. Was Wanderer als Lohn für die Mühen des Aufstiegs zu schätzen wissen, ist alles, was der Garten, die Umgebung und die Vorratskammer an genau diesem Tag, zu genau dieser Stunde zu bieten haben. Die Vielfalt der Geschmäcker und Aromen, zu denen uns eine echte Almjause einlädt, wird so zur schlichten Perfektion. Gekrönt durch die herzliche Gastfreundlichkeit der Sennerin. Solange die Blumen noch blühen, die Sonne verlässlich scheint und die Tage noch lang sind, geht alles seinen gewohnten Gang. Zu tun gibt es genug. Vieles ist notwendig. Manches macht einfach nur Freude. Aber wie es halt so ist, kein Sommer dauert ewig. Der Wetterumschwung kommt schnell. Und einmal kommt der Tag, an dem das Herbstwetter gekommen ist, um zu bleiben. Der baldige Winter ist schon spürbar. Diesmal bleibt er nur kurz. Und die Tiere werden für ein paar Tage mit dem Heu vom Frühjahr versorgt. Aber ein wenig Schnee ist kein Grund zum Nichtstun. Es gibt immer Kleinigkeiten, die erledigt werden müssen.
Tiere sind bereits wieder im Tal. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Die Alm muss gut vorbereitet sein, um sicher vor Eis, Schnee, Sturm und Kälte auf das Frühjahr warten zu können. Und eines Tages ist es dann soweit. Der Abschied ist in greifbare Nähe gerückt. Ein paar Tage noch. Dann geht es zurück ins Tal. Lange Wintermonate schenken aber auch Raum zum Zurücktreten, zum Erinnern und so auch zur Vorfreude auf den nächsten Sommer, auf die Alm, auf den Ort, an dem das Leben zwischen Idylle und Realität zur begreifbaren Symphonie des Lebens selbst geworden ist.